Ja, einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Vorlesung Achtung Metapher. Bevor wir hier beginnen, darf ich Ihnen Robert Bosse vorstellen vom Schreibzentrum. Üblicherweise ist es so, dass wir kleinere Vorstellungen haben, immer zu Beginn des Semesters, indem man bestimmte Projekte oder Ideen oder Netzwerke vorstellt. Und das Schreibzentrum ist eines, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, denn es ist tatsächlich eine tolle Möglichkeit, in alle Formen akademischen Schreibens in Austausch miteinander zu kommen, auch wenn es Schwierigkeiten und Probleme gibt. Und das Schreibzentrum selbst oder die Aktivität, so wie ich es kenne, war eng mit dem SLUB Text Lab verbunden. Ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber das wird uns Robert Bosse sicherlich gleich sagen können. Ich schalte nun mal ganz schnell die Präsentation auf, die er vorbereitet hat. Genau, und jetzt gehört Ihnen die Bühne. Moment. Da ich gerade von Präsentation rede, es wäre schön. So. Wunderbar. Vielen Dank. Nur zu, alles gut? Gut. So. Genau, wie schon nett angekündigt wurde, mein Name ist Robert Bosse. Ich bin Schreib-Peer-Tutor am Schreibzentrum der TU Dresden seit 2018 und bin heute, wie gesagt, einmal hier, um einmal kurz unser aktuelles Angebot vorzustellen. Vielleicht vorab, wir haben ein Motto, unter dem unser Angebot steht. Unser Motto heißt Hilfe zu Selbsthilfe. Und das heißt, dass wir, wenn ihr zu uns kommt, zum Beispiel für eine Beratung oder einen Workshop, dass wir nicht sagen, das sind jetzt die 3 Tipps oder die 10 besten Strategien zum guten Text, sondern dass ihr bestenfalls selbstständig im Laufe eines Gesprächs oder nach einem Workshop auf die für euch wichtigen Arbeitsschritte für die Texterstellung gekommen seid. Darunter steht unser Angebot so. Grob kann man es vielleicht erstmal aufteilen in das individuelle Angebot der Schreibberatung und eben in die Gruppenangebote, das sind Workshops und das ist die lange Nacht des Schreibens. Die Schreibberatung kann man sich als ein 1:1 Austausch- und Feedbackgespräch vorstellen von Studierenden für Studierende. Das heißt, es ist ein Gespräch zwischen euch und einem Tutor, einer Tutorin, wo man im Grunde eigentlich alle Fragen, die euch beschäftigen zum Thema Texterstellung oder zum Thema Schreiben im Allgemeinen und was damit zusammenhängt, beschäftigen und mit einer geschulten Person darüber reden könnt. Das heißt natürlich, dass wir über inhaltliche Fragen nicht sprechen können, aber die Idee ist so ein bisschen, dass ihr die Expertise von eurem Fach mitbringt und wir die Expertise vom Schreibprozess. Angebot ist kostenlos und wir bieten es auf Deutsch und auf Englisch an. Damit ihr euch vielleicht mal vorstellen könnt, worum es in der Beratung gehen kann, sind hier so ein paar typische Fragen. Also ist sowas wie, wie schaffe ich es endlich anzufangen? Fragen der Selbstorganisation, Selbstmotivation, etwas, was regelmäßig vorkommt. Ganz handwerkliche Fragen, wie geht es mit der Zitation, kommt vor, wie strukturiere ich einen Text sinnvoll? Das kann man ja auch auf wirklich verschiedene Art und Weisen machen. Wie lese ich effektiv? Da geht es dann darum, was kann man machen, wenn man zum Beispiel sich einer Masse an Forschungsliteratur gegenüber sieht. Wie schreibe ich wissenschaftlich? Das bezieht sich auf den wissenschaftlichen Sprachstil. Oder wie werde ich fristgerecht fertig? Da geht es dann um Fragen wie Zeitmanagement, das immer eine Rolle spielen kann, aber auf jeden Fall, denke ich mal, wenn man dann mehrere Arbeiten gerade schreibt. Hierzu kann man nochmal sagen, wie ich es ja auch schon angedeutet habe, dass es uns eben nicht darum geht, dass wir dann euch irgendwie 5 Methoden zeigen und dann wisst ihr, wie es geht, sondern die Beratung ist wirklich so gedacht, dass man sich dann gegebenenfalls auch die individuelle Situation anschaut und dann eben gemeinsam überlegt, wie geht man jetzt hier am besten vor, um voranzukommen. Was da vielleicht auch noch ganz gut zu sagen wäre, auch wenn es regelmäßig vorkommt, sollte die Beratung vielleicht nicht unbedingt so als Anlaufstelle für Notfälle gesehen werden. Natürlich kann man auch kommen, wenn es brennt. Da macht es auch durchaus Sinn, so ein Gespräch zu haben oder es kann Sinn machen, um vielleicht etwas zu entknoten oder dann gemeinsam zu überlegen, was machen wir jetzt mit dem Rest der Zeit. Aber man kann eben auch durchaus am Anfang kommen und dann darüber reden, wie planen wir jetzt dieses Schreibprojekt, wie planen wir die Struktur oder auch Fragen wie Themeneingrenzung, was man ja normalerweise am Anfang macht. Die Beratung findet in Online und Präsenz statt, also je nachdem, was euch eher liegt, könnt ihr euch auswählen. Von Montag bis Freitag zu verschiedenen Zeitpunkten bieten wir es an und ihr könnt euch über den OPA-Kurs dafür anmelden. Also wenn ihr bei OPA Schreibzentrum eingebt, kommt ihr auf unseren Kurs, da gibt es den Reiter Terminvergabe und da habt ihr einmal alle Termine, die wir anbieten und auch noch weitere Informationen um die Schreibberatung.
Jetzt sage ich noch kurz was zu den Workshops. Ihr wisst alle, was ein Workshop ist. Das muss ich jetzt nicht genauer erklären. Thematisch geht es um das, was ich auch gerade schon vorgestellt habe. Hier wäre vielleicht noch interessant zu wissen, das aktuelle Programm vom Semester findet ihr auch bei uns im OPA-Kurs oder auf der Homepage. Da könnt ihr bei Interesse mal durchklicken. Die gehen jeweils 90 Minuten und haben dann eben so einen thematischen Schwerpunkt, wie zum Beispiel Literaturrecherche oder Wissenschaftssprache, Zeitmanagement, Umgang mit Prokrastination, diese Themen. Ja. Und der letzte Punkt ist, dass wir auch auf Wunsch in Lehrveranstaltungen reingehen. Das heißt, dass wir, wenn Bedarf besteht, im Laufe des Semesters eine Veranstaltung übernehmen. Im Normalfall sprechen das die Dozierenden mit uns ab. Das könnt ihr aber auch, wenn ihr gerade ein Seminar habt, wo es um Texterstellung oder Abschlussarbeit oder sowas geht, könnt ihr auf eure Dozierenden zugehen und sagen, hier, es gibt doch dieses Angebot, da können wir das Schreibzentrum einladen und eine Sitzung zu einem dieser vielen Themen ausmachen. Das machen können wir auch durchaus für dieses Semester noch vereinbaren. Genau, und jetzt noch ein Satz zur Langen Nacht des Schreibens. Die war dieses Jahr jetzt schon, aber damit ihr es mal gehört habt, die bieten wir immer einmal an, immer am ersten Donnerstag im März. Und das ist dann so eine Art Abendprogramm, auch über diese Themen. Da geht es viel um Austausch, da geht es darum, sich auch nochmal einen Input abzuholen und sich einfach mal mit dem Schreiben zu beschäftigen. Und abschließend würde ich euch gerne noch auf unsere Infothek hinweisen. Das ist einfach eine mittlerweile relativ große Sammlung an Text-, Audio- und Videodateien. Da kann man sich mal durchklicken, ist alles relativ leicht zugänglich. Und da findet man eventuell auch schon Antworten auf irgendwelche Fragen, die man sich zum Schreiben schon mal gestellt hat. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch für unser Newsletter anmelden. Da schicken wir alle zwei Monate was rum. Rund um das Thema, wer hätte es gedacht, Schreiben und Lesen. Genau, das war es auch schon. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit, für die Möglichkeit. Und vielleicht sieht man sich ja mal in der Schreibberatung. Lass sie das mal machen. Nee, ne? Ich mach. Ja. Also ganz herzlichen Dank für die Vorstellung, die PowerPoint für dich. Kann ich in die Matrix-Gruppe gleich stellen für die Vorlesung? Sehr. Dann mache ich das und würde die tatsächlich gleich mal speichern. Und dann gibt es auch den Stick zurück. So, speichern unter PDF, ist recht, PDF, Desktop. Genau, das war jetzt vorher nicht abgestimmt, deswegen wirkt das jetzt ein bisschen unvorbereitet, aber sehen Sie es mir nach. So. Et voilà. Vielen Dank. Und vielen Dank. So, dann zum engeren Thema der Vorlesung in diesem Sommersemester, Achtung Metapher. Das ist ein Thema, das mich seit sehr, sehr langer Zeit und in verschiedenen Kontexten begleitet. Ich muss mich mal kurz anmelden. In verschiedenen Kontexten begleitet und sie offensichtlich auch begleitet hat bisher, allerdings möglicherweise in einem Zusammenhang, den ich jetzt mal nennen würde, eher unterbewusst eingesetzt aus dem literaturwissenschaftlichen Deutschunterricht als Stilmittel bekannt. Und ich bin sehr vorsichtig damit, bestimmtes Wissen über Metaphern und Konzepte vorauszusetzen. Mein Ansatz ist ein kognitionslinguistischer und es ist ein Teilgebiet dessen, was man machen kann und weshalb würde ich gern darauf einsteigen und das Ganze hier behandeln, weil wir von metaphorischen Übertragungsprozessen in der kognitiven Linguistik auf sehr, sehr vielfältigen Arbeitsfeldern und tatsächlich Gegenstandsfeldern sprechen, die eben nicht nur meint, dass irgendetwas bildlich sei. Zur Vorlesung selbst oder zu der heutigen Sitzung selbst, ich würde heute ganz gern erstmal in das Thema einführen, so ganz knapp und dann etwas zu den organisatorischen Details zu dieser Vorlesung sagen, auch etwas zur Prüfungsleistung. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir die 90 Minuten ausschöpfen, aber vielleicht hängt es auch ein bisschen von Ihnen ab. Wir sehen mal, wohin die Reise führt, aber zunächst einmal würde ich sehr, sehr gern einsteigen mit dem Thema. Ähm,
Der Inhalt der Vorlesung, und zwar ist das hier die Beschreibung aus dem Ankündigungstext zur Vorlesung, wird also sein, dass wir uns mit der kognitionslinguistischen Metaphern-Theorie auseinandersetzen, die vor allen Dingen mit zwei Namen verbunden ist, nämlich Lakoff und Johnson, und dann wiederum über die Einführungen in die gebrauchsbasierte kognitive Linguistik geht. Und interessant wird es einfach deshalb, weil wir uns ganz unterschiedliche Phänomene genauer anschauen können, die mit metaphorischen Übertragungen umgehen. Und zwar sind es solche, die Sie möglicherweise nicht erwarten. Das eine ist, dass wir uns mit Verfestigungen von spezifischen Namensgebungen und Bezeichnungen auseinandersetzen, mit Sprichwörtern, also verfestigten Mehrworteinheiten, die Sie nur im übertragenen Sinne verstehen können. So etwas wie Morgenstund hat Gold im Mund. Ich weiß nicht, inwiefern Sie die Bedeutung dieses Sprichworts erschließen können, wenn Sie die Bedeutung nicht kennen. Das können wir nachher in der Diskussion machen. Das würde ich hier nicht live on tape machen. Aber Sie können ja gerne mal überlegen, woher das Sprichwort kommt und was es bedeuten mag, wenn man es kompositionell erschließt. Das nächste sind Adverbien, die bestimmte Hinweise auf metaphorische Konzepte geben, die tatsächlich sich auf Raum- und Zeitbezüge beziehen oder zusammengesetzte Verben. Sie werden in Ihrem Deutschunterricht, wenn Sie den absolviert haben oder auch bisher im literaturwissenschaftlichen Studium oder auch im linguistischen Studium, wahrscheinlich wenig über den Zusammenhang von Metaphorik und zusammengesetzten Verben nachgedacht haben. Ich würde Ihnen aber sehr gerne zeigen, was es damit auf sich hat. Schlussendlich geht es um die Frage, wie wir unser Weltwissen und unser Sprachwissen so modellieren und gestalten können, dass wir metaphorische Konzepte aufdecken und deren Wirkungsmacht im Sprachgebrauch genau uns anschauen. Und deswegen werden wir auch zum Beispiel Diskurs- und politolinguistische Fragestellungen streifen hier in der Vorlesung, doch dazu gleich mehr. Zunächst würde ich ganz gern mit diesem Bild anfangen. Wenn Sie in unserem Kulturkreis mehr oder weniger sich bewegen und mit dem vertraut sind, werden Sie das höchstwahrscheinlich als ein Segelschiff identifizieren, das irgendwie auf Wasser fährt. Und Sie wissen möglicherweise auch, dass man Schiffe als Metaphern begreifen kann. Wir müssen jetzt nicht lang herumraten, was das alles sein könnte. Ich würde Ihnen nur ganz gern einige wenige Beispiele zeigen, in denen metaphorische Konzepte eine Rolle spielen, in denen Sie über Schiffe sprechen. Denn wenn wir dieses konkrete Ding, also dieses Ding aus Holz, das irgendwie mit zwei Segeln in der Lage ist, über Wasser zu fahren, als solches betrachten, dann besteht die Möglichkeit, dass wir einzelne Aspekte dieses Dinges, das wir als Schiff bezeichnen, übertragen von einer Quelldomäne auf eine Zieldomäne. Das nennt man sogenanntes Conceptual Mapping, also Metaphorisierung. Und das funktioniert im Wesentlichen zunächst erst einmal ohne Sprache. Das ist ein kognitiver Prozess, den Sie oder eine kognitive Leistung, die Sie vollbringen. Und der Punkt ist an der Sache, Sie können metaphorische Beziehungen mit verschiedensten Zeichensystemen realisieren. Wenn Sie so wollen, ist auch eine handgemalte Abbildung dieses Schiffes eine metaphorische Beziehung zu dem Gegenstand an sich. Also Sie fertigen, wenn man so will, konzeptuell ein Bild von etwas anderem an. Dazu sind Sie als Menschen in der Lage. Das Besondere an diesen metaphorischen Beziehungen ist, ich weiß nicht, wer von Ihnen im Umfeld von kleinen Kindern lebt, wenn die mal ein Auto gemalt haben, wie das aussieht. Das sieht meistens so recht flächig aus und die Lenkräder sind meistens genauso rund wie die Reifen. Ja, aber egal aus welcher Perspektive Sie auf dieses Bild schauen. Und diese metaphorischen Abbildungen, also diese Konzepte von etwas anderem, können bestimmte Aspekte dieses Dings hervorheben oder sie können sie eben verbergen. Und wenn Sie Kinderzeichnungen sich anschauen, können auch gerne mal nebenbei googeln, wenn Sie wollen, nach einigen, können wir auch austauschen dann in der Matrix-Gruppe, werden Sie feststellen, dass bestimmte Elemente immer hervorgehoben werden und andere Elemente so gut wie nie. Als ich als Kind Autos gezeichnet habe, musste da immer eine Radioantenne ran. Und die war wahrscheinlich 3 Meter hoch.
Ja, also in den Relationen, wie ich dieses Auto gemalt habe, das werden Sie heute nicht mehr finden. Denn Radio hört man in den wenigsten Fällen entweder noch im Auto oder die Antennen sind mittlerweile so kurz, dass sie das optische Erscheinungsbild von Autos nicht mehr prägen. Also werden sie nicht mehr mitgemalt. Und so können Sie an bildlichen Übertragungen aus einem Konzept das Auto relativ gut feststellen, welche Aspekte Kinder hervorheben, wahrnehmen und welche sie eben nicht wahrnehmen, welche sie nicht zeichnen. Interessant ist, dass egal welches Konzept Sie von etwas anderem haben und egal in welchem Zeichensystem Sie das ausdrücken, wir haben ja vorhin so Katze, Miau und so weiter und so fort, ist nicht von mir, ist nicht vorbereitet, ist irgendwie aus einer vorgehenden Veranstaltung, dass dieser Metapherngebrauch die Wahrnehmung des Gegenübers prägt. Und zwar fortwährend und unbewusst in den meisten Fällen. Das heißt, Sie steuern damit die Perspektivierungsleistung und das Wissen, das akkumuliert wird, bei Ihrem Gegenüber. Denn Ihr Gegenüber geht immer davon aus, dass Sie absichtsvoll ein bestimmtes Bild verwenden und absichtsvoll etwas in einer spezifischen Art und Weise darstellen. Um noch einmal bei Kindern zu bleiben, die etwas zeichnen, es gibt auch Kinderzeichnungen, von denen Sie nicht wissen, was dargestellt ist. Aber Sie gehen davon aus, dass Ihr Kind absichtsvoll etwas darstellen wollte. Und dann fangen Sie es an, gemeinsam zu erarbeiten. Und irgendwann erkennen Sie es vielleicht. Auch wenn es nicht Ihren Darstellungskonventionen entspricht. Arbeitens von Bedeutung, von bildlichen Übertragungen, von Konzepten ist ein interaktiver. Und der liegt nicht daran, dass Sie alle so etwas wie das prototypische Bild eines Autos im Kopf haben und sich deswegen verstehen, sondern Sie verstehen sich deshalb, weil Sie sich verstehen wollen. Wenn Sie eine solche bildliche Darstellung wiederholen, dann kann sie zu einem festen Bestandteil Ihres Wissens werden. Sie kann entrenched werden. Wissen Sie noch, was ein Telefon mit Wählscheibe ist? Ja, kennen Sie das noch? Die Wahl einer Nummer dauert 8 Minuten. Und wenn man sich einmal verwählt hat, fängt man von vorne wieder an, indem man auflegt und wieder abnimmt. Dieses Wählscheibentelefon ist eines der wichtigsten Ikone auf Geschäftsbriefen. Also wenn Sie so Telefon, haben Sie so ein Ikon, ja, für Telefon. Und dort wird meistens noch ein Telefon mit Wählscheibe abgebildet. Was glauben Sie denn, wie viele Menschen, die nach 2005 geboren sind, noch wissen, was das ist? Anderes Beispiel, erzähle ich von meiner Tochter. Der Toilettengang von Kindern ist immer sehr speziell. Und sie wusste nicht, was es bedeutet, wenn sie ziehen soll. Ja, ist kein Strick zum Ziehen, sondern ist nur noch was zum Drücken. Und diese metaphorische Übertragung des Ziehens, also das heißt, dass man spült, ja, ist ein metaphorischer Gebrauch dessen, dass es irgendwann mal ein Ding gab, das man ziehen konnte. Und diese verfestigte Mehrworteinheit, mehr oder weniger ein Idiom, war für sie bedeutungsseitig nicht mehr zu erschließen, weil es nichts gab, was man ziehen konnte. Ja, und diese Formulierung war bei mir entrenched und für sie löste sie nur Fragezeichen aus. Und das bedeutet, und das ist der letzte Schritt, dass solche Metaphern eben im Gebrauch in den gemeinsamen Sprachwissenskontext eingehen können und sich dort stabilisieren und dann zu festen sprachlichen Mustern werden, die unhinterfragt weiter genutzt werden. Das ist bei Aspekten wie, wie zeichne ich ein Auto, wie zeichne ich ein Segelschiff und wie bezeichne ich die Spülung an Toiletten, das eine. Bei Diskriminierungen, Unterordnung und Klassifikation von Minderheiten, der eurozentrischen Sicht auf die Welt, in der der weiße Heteromann nicht markierte Normalität ist, sieht das ein bisschen anders aus. Und mit diesen Aspekten werden wir uns auch in der Vorlesung beschäftigen. Also das heißt, es wird auch eine Rolle spielen, wie wir auf Welt blicken und was für uns das Normale ist, wenn wir aus einer westeuropäischen Perspektive auf die Welt schauen. Okay, also das erstmal zum
metaphorischen, zur Metaphorisierung, zum Conceptual Mapping. Das ist ein Prozess, der zunächst noch nicht an Sprache gebunden ist. Ja? Okay, kommen wir mal zu dem Schiff zurück. Eine der tragkräftigsten Metaphern in unserem Kulturkreis ist der Vergleich des Schiffes mit der Kirche. Das so aussagestarke und weit verbreitete Symbol vom Schiff der Kirche wird weitergebildet zu dem Bild von der Kirche als dem Schiff Petri. Selbst wenn Sie konfessionell nicht gebunden sind, werden Sie über dieses Bild der Kirche als Schiff wahrscheinlich schon gehört haben. Es gibt einen sehr bekannten Lutherchoral, es kommt ein Schiff geladen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ein sehr stabiles kulturelles Bild in dem jüdisch-christlich geprägten Europa. Wenn Sie architektonisch bewandert sind, werden Sie auch wissen, dass der Mittelteil einer Kirche Schiff heißt. Also als Schiff bezeichnet wird. Das hat allerdings nichts mit dem Segelschiff zu tun, was Sie im Hintergrund sehen, sondern dahinter steht eine 2000 Jahre alte Tradition, die Gemeinde Christi als in einer Not- und Schicksalsgemeinschaft auf dem Schiff befindlichen zu zeigen. Und das Ganze selbstständigt sich natürlich über die Zeit, sodass Sie von einem Mittelschiff sprechen können in Kirchen, von Seitenschiffen. Und das Ganze natürlich in einem architektonischen Zusammenhang sehen, wäre eine erste ganz einfache Übertragung dieses Konzeptes Schiff auf andere Aspekte, die Sie wie selbstverständlich nutzen, aber lernen müssen. Das nächste Beispiel. Wer sich für eine Honda Goldwing entscheidet, legt den normalen Maßstab für Motorräder beiseite und tritt in eine ganz eigene Zweiradwelt ein, die Welt der ganz dicken Schiffe. Diese ganz dicken Schiffe haben hier offensichtlich weder etwas mit der Kirche noch mit dem architektonischen Zusammenhang zu tun, noch mit Schiffen generell, sondern mit einer spezifischen Eigenschaft, die Schiffe haben können. Also das heißt, hier sind spezifische Elemente aus der Quelldomäne entnommen und auf die Zieldomäne übertragen worden, nämlich ziemlich große Zweiräder, ja, die sehr luxuriös ausgestattet sind. Und das Besondere ist, dass Sie das hier erkennen daran, dass wir offensichtlich eine verfestigte Mehrworteinheit haben. Wenn Sie von ganz dicken Schiffen sprechen, reden Sie in der Regel nicht von Segelbooten, sondern möglicherweise von einer spezifischen Art Fahrzeug, also einem Auto zum Beispiel oder wie in dem Fall hier von einer spezifischen Art Motorrad. Das heißt, nicht nur einzelne Aspekte dieses aus der Quelldomäne werden auf die Zieldomäne übertragen, nämlich groß zu sein und offensichtlich teuer, sondern auch, dass man sie in verfestigten Mehrworteinheiten einsetzt, wie ganz dicke Schiffe. Über dick rede ich jetzt noch nicht, das wäre noch eine andere Frage, aber das nur hier am Rande. Also es wäre eine zweite, ganz typische Form, wie wir mit Sprache bestimmte Bedeutungsaspekte übertragen. Und in den seltensten Fällen hinterfragen. Also das heißt, das lernen Sie im Sprachgebrauch. Das nächste, ein Aeroplan, ehrwürdige Heiligkeit, erklärte der Prälat und wies auf das Flugschiff, das in dem Augenblick gerade im Rahmen des geöffneten Fensters erschien. Aus dem Berliner Tageblatt von 1911. Damit ist offensichtlich so etwas wie ein Zeppelin gemeint. Also das heißt ein Flugschiff. Und hier sehen Sie eine weitere Möglichkeit, wie wir spezifische Eigenschaften sprachlich so einsetzen können, dass wir damit metaphorische Übertragungen leisten, indem wir nämlich Kompositionen bilden, Zusammensetzungen. Es gibt das Dampfschiff, es gibt das Flugschiff, ja, und so weiter und so fort. Und immer werden bestimmte Eigenschaften übertragen und andere ergänzt, und zwar durch Komposition. Das ist die zweite Möglichkeit, neben der adjektiven Attribution, die Sie vorher gesehen haben. Die ganz dicken Schiffe wäre eine Möglichkeit, das ist eine andere, indem man zum Beispiel Zusammensetzungen bildet und dann bestimmte Eigenschaften auf das Schiff überträgt. Dass es sich hierbei offensichtlich so etwas wie um einen Zeppelin handelt, also ein Flugschiff, ein Luftschiff, erkennen Sie auch am Verb erscheinen. Es wird kein Flugzeug sein, das schnell vorbeifliegt, sondern das Flugschiff erscheint im Fenster. Also es gleitet hinein. Das ist etwas, das Sie in diesem Zusammenhang interpretieren und so wahrnehmen und verstehen, ohne dass Sie tatsächlich
sich permanent hinterfragen, ob das Verb jetzt in einem adäquaten Zusammenhang gebraucht wird oder nicht. Das heißt, sie leiten hier auch die Bedeutung eines Konzeptes aus den Begleitern des Wortes ab, mit denen es im gemeinsamen auftritt. Im Übrigen erscheint das Flugschiff nicht im Rahmen des Fensters. Das ist auch eine sehr schöne Beschreibung für räumliche Bezüge und wie wir bestimmte Dinge sehen und wahrnehmen. Das wird tatsächlich uns wahrscheinlich, dieses Beispiel wird uns noch ein paar Mal begleiten, weil es wirklich großartig ist. Hat nämlich was mit Wahrnehmungsausschnitten und Wirklichkeitskonstitutionen zu tun. Wiederum ein anderes Beispiel, und damit würde ich ganz gern darauf hinweisen, dass wir auch so etwas wie zusammengesetzte Verben haben, mit denen wir uns beschäftigen werden. Natürlich schafft es auch Babylon Berlin nicht immer, alle Klischees zu umschiffen. Das ist offensichtlich, es bezieht sich auf eine Fernsehserie aus dem Jahr 2017, ist dieses Zitat aus Zeit Online. Und hier geht es darum, dass Schiffe offensichtlich, und es gehört zu ihrem Weltwissen dazu, Klippen umschiffen können. Wissen Sie, was Klippen sind? Haben Sie eine Vorstellung davon, was Klippen sind? Meinen Sie, dass Ihre Vorstellung von Klippen, das können wir gerne, das Zweite, was wir in der Diskussion besprechen können, sich mit den Vorstellungen der anderen hier übereinstimmen? Wahrscheinlich nicht. Sind die Klippen eher an der Küste oder eher allein liegende Felsen, die im Meer über der Oberfläche ragen? Denken Sie mal drüber nach. Wir schauen uns nachher mal diese typische Bilder von Klippen an. Also, das heißt, das sind nur vier Beispiele dafür, wie das Konzept Schiff übertragen wird in verschiedenen Situationen auf andere Aspekte. Zum einen in dem kulturell christlich-jüdischen Abendland geprägt, bis hin dazu, dass wir bestimmte Architekturen danach bezeichnen. Im zweiten Fall, indem wir einzelne Aspekte übertragen auf andere Dinge, nämlich groß und wahrscheinlich teuer zu sein. Das zweite, was nicht jeder hat, ja, also das heißt, es ist ein Exklusivitätsmerkmal. Das zweite, was wir uns genau angeschaut haben, jetzt hier an diesem kurzen Beispielreihe, sind Kompositionen, also in denen das bestimmte Elemente mit den anderen kombiniert werden, um etwas Neues zu erzeugen und wiederum nur Teilaspekte zu übertragen. Ein Flugschiff braucht kein Wasser zum Beispiel, aber es gleitet wahrscheinlich genauso dahin, und Sie haben auch die komplette Luftfahrt ist geprägt davon, dass sie mehr oder weniger durch die Schifffahrt, also die Luftschifffahrt ist von der normalen Schifffahrt geprägt, sodass sie auch alle Militärs und Militärsränge der Marine nachempfunden sind. Also Captain Picard heißt deswegen Captain Picard, weil er eben zu einer Luftschifffahrtsflotte gehört. Und dem Verband, den er da angehört, das ist die Sternenflotte, Starfleet. Und so übertragen wir faktisch von einem Konzept auf das nächste bestimmte Dinge. Das wird uns wahrscheinlich hier in der Vorlesung noch häufiger begegnen, denn die offiziellen Rituale auf der Enterprise finden auf dem Holodeck auf einem Segelschiff statt. Das heißt, dieser Konnex wird auch die ganze Zeit bewusst gehalten und gehört in das kulturelle Gedächtnis, also unserer Welt. Sehr gut. Das als kurzer thematischer Einstieg in die Frage, welche Fragestellungen dürfen Sie hier in der Vorlesung erwarten? Zu den organisatorischen Aspekten. Ich biete, wenn Sie das möchten, immer donnerstags zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr meine Sprechstunde an, in Präsenz, aber auch online. Das heißt, Sie müssen tatsächlich nicht in die Wiener Straße kommen. Bitte schreiben Sie mir vorher keine Mail und bitte fragen Sie nicht, ob noch Platz ist, und Sie müssen sich auch nicht anmelden. Kommen Sie einfach vorbei. Alle Informationen und das Material zu den Veranstaltungen teile ich an verschiedenen Orten. Zum einen auf unserem Blog, zum anderen auf den Lehrveranstaltungsverzeichnis der Fakultätsseite und zum dritten auch auf dem tatsächlich auch in der Matrix-Gruppe zur Vorlesung. Falls Sie da noch nicht drin sein sollten in dieser Matrix-Gruppe, bitte tun Sie mir den Gefallen und kommen Sie dort vorbei. Ja, das wäre sehr, sehr wichtig. Jetzt muss ich erstmal schauen, ob die Nachricht... Wir sind noch live, ja? Ton ist auch da, gut. Bin ja etwas nervös. Genau.
Hier können Sie die Matrixgruppen im Übrigen bleiben auch bestehen, sodass Sie die Zusammenhänge, die Beispiele und so weiter und so fort auch über das Semester hinaus beziehen können. Für alle Veranstaltungen, die ich anbiete, habe ich eine Möglichkeit eingerichtet, anonymes Feedback zu hinterlassen, jenseits der offiziellen Evaluation, sodass, und diese Feedback-Möglichkeit beinhaltet nur ein Textfeld, also ein Freifeld. Also keine Sorge, Sie werden da nicht malträtiert mit 750 unterschiedlichen Fragestellungen, die meistens nicht zur Veranstaltung passen, sondern wenn Sie eine Frage, eine Anregung, eine Meinung haben, hinterlassen Sie mir da gerne einen Kommentar. Und Sie können dieses öffentliche Feedback jederzeit einsehen. Das heißt, ich mache es auch öffentlich und transparent, also natürlich aber anonym. Ja, also das heißt, ich sammle von Ihnen sonst keine Daten. Gut. Wie ist die Vorlesung aufgebaut? Die Vorlesung wird so aufgebaut sein, dass in der Regel, ja, ich versuche das, dass bei einem Input bleibt von ungefähr 60 Minuten, also ungefähr einer Stunde. Danach besteht die Möglichkeit, entweder in Interaktion miteinander zu treten, Beispiele gemeinsam zu bearbeiten, sich genauer anzusehen, wenn Sie bestimmte Interessen haben, die genauer weiterzuentwickeln und zu verfolgen. Entschuldigung, für Feedback und für Informationen generell, die Ihr Studium betreffen. So ist in der Regel jede Vorlesungssitzung aufgebaut. Das Zweite, was ich hier in der Vorlesung versuchen werde, ist, dass ich die Themen immer in einen Zusammenhang mit der schulischen Ausbildung stelle. Das heißt, die meisten von Ihnen oder viele von Ihnen studieren auf Lehramt. Und das wiederum bedeutet, dass der Schulbezug in der Lehrveranstaltung schon nicht so ganz unwesentlich ist. Deswegen versuche ich den Spagat auf der einen Seite zwischen einem theoretischen Setting, das ein theoretisches Setting bleiben soll, zum Zweiten aber immer wieder mit Anwendungsbeispielen, Anwendungsfällen und dem konkreten Bezug auch zu den Curricula für das Fach Deutsch, dass Sie tatsächlich hier mit einem Mehrwert aus der Vorlesung herausgehen können und Ansatzpunkte finden, wo Sie das hier Gehörte in der Praxis einsetzen können. Zur einführenden Lektüre empfehle ich Elisabeth Ziemers Einführung in die gebrauchsbasierte kognitive Linguistik. Das Ganze ist für Sie verfügbar über Ihr SLUB-Konto und ist eine wirklich sehr, sehr lesenswerte Einführung, und ein Kapitel zur Metapher wird hier für uns der Ausgangspunkt sein. Sie können natürlich aber auch alle anderen Kapitel durchaus zur Kenntnis nehmen. Ist sehr, sehr lesenswert und wird Sie, glaube ich, im Studium weiterbringen und auch was die Einsichten in neue Forschungslagen der kognitiven Linguistik angeht. Zum Semesterplan. Das ist jetzt sehr klein, nicht wahr? Das tut mir auch sehr leid. Allerdings ist es ein Foto des Semesterplans aus einem Miro-Board. Das Miro-Board habe ich verlinkt in der Matrix zur Vorlesung. Und hier geht es mir einfach darum, ich benutze das einfach wahnsinnig gern, um spezifische Aktualisierungen vorzunehmen und Material abzulegen für die Vorlesung an einem Fleck. Und da sich ab und zu in einem Vorlesungsplan auch nochmal was ändert, gebe ich Ihnen keine gedruckte Variante aus, sondern setze ausschließlich auf die digitale. Sie sehen aber, dass wir mehr oder weniger eine Dreiteilung haben in diesem Ganzen, in der Vorlesung selbst. Nämlich, es wird erstmal eine Einführung geben, die ist gelb unterlegt. Hier wird es um verschiedene Metaphernkonzepte gehen, um die Konzeptualität, die Konventionalität und die Multimodalität. Das sind die ersten vier Vorlesungen. Was sich hinter den unterschiedlichen Begriffen verbirgt, bei Konzeptualität geht es mir erstmal um den grundsätzlichen Charakter und die grundsätzliche Idee des kognitionslinguistischen Metaphernmodells. Hinter Konventionalität verbirgt sich der Aspekt, dass sich bestimmte Bilder so verfestigen, dass Sie sie nicht mehr entschließen müssen, sondern als neue Bilder lernen dürfen, müssen, sollen. So dass die Morgenstund hat Gold im Mund. Und das Letzte wird sein Multimodalität. Was meine ich mit Multimodalität? Hier geht es im Wesentlichen um die Aspekte, wie wir bildliche Darstellungen, Gesten, Mimik und so weiter und so fort metaphorisch deuten oder für die metaphorische Deutung mit einsetzen können. Also hier verlassen wir den engeren Kreis von
oder des Zeichensystems Sprache. Danach würde ich sehr, sehr gern von in einer Top-Down-Perspektive mich bestimmten Phänomenen widmen, nämlich zunächst erstmal der Diskurslinguistik, hier spezieller der Politolinguistik, das heißt, wie werden Metaphern in der Politolinguistik bewertet, was wäre zu beachten, wenn wir uns politolinguistische Fragestellungen anschauen aus der Perspektive einer kognitionslinguistischen Metaphern-Theorie. Hier wird es zum Beispiel um Reden gehen, um bildliche Darstellungen, ikonische Platzierung von Rednerinnen in bestimmten Settings. Also das heißt, hier werden wir wahrscheinlich sehr, sehr stark auch an das Thema der Multimodalität anschließen. Gibt es ganz verschiedene Aspekte, die man hier betrachten kann. Ich muss ein bisschen darauf achten, dass ich nicht mir den Diktator von Charlie Chaplin hier vornehme. Das wäre dafür ideal geeignet. Mal schauen, ob ich es tue. Ich könnte aber auch etwas sein als The Man in the High Castle, Der Mann im hohen Schloss, eine Amazon-Serie, Dystopie, die Nazis haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Also möglicherweise vergleiche ich das miteinander und setze es miteinander in Relation. Das könnte hier eine Rolle spielen. Das nächste wird sein, dass wir in Richtung Frame-Semantik schauen. Und da speziell interessieren mich Aspekte der Kooperation. Das heißt, wie arbeiten Menschen zusammen? Wie gelingt es, dass man miteinander interagiert? Und wie funktioniert es, dass man sich dennoch versteht, obwohl man vielleicht bestimmte sprachliche Strukturen nicht erkennt? Die Pfingstpause danach ist frei und der Freitag danach ebenfalls, weil wir da sehr eng in Prüfungen eingebunden sind, außerdem noch ein Kolloquium in Graz stattfindet, da bin ich zwar nur online zugeschaltet, aber dann eben nicht in der Vorlesung. Dann gehen wir ein wenig weiter in Richtung der grammatischen Analyse und hier werden mich Bewegungsverben interessieren, also spezieller Geräusch als Bewegungsverben, also er schnaufte den Berg hinauf. Wissen Sie im Wesentlichen aus, er schnaufte hinauf, nicht, dass er gelaufen ist oder irgendwie gegangen ist, sondern offensichtlich schließen Sie aus dem Schnaufen, dass es für ihn anstrengend gewesen ist übernehmen diesen Teil und diese Kombination mit einem Lokaladverbial, das eine Richtung anzeigt, dann interpretieren Sie das als Bewegung, obwohl Sie üblicherweise dort keinen Bewegungsverb haben. Und das ist eine metaphorische Übertragung, in die Sie ziemlich gut eingeübt sind, die man aber eben auch erst lernen muss. Sie können gerne übers Wochenende nachdenken, welche Beispiele noch einfallen. Gibt es Unmengen. Das nächste, Phraseologie, da werden wir uns mit Sprichwörtern auseinandersetzen oder nicht erstmal mit Sprichwörtern, sondern sowas wie mit verfestigten Mehrworteinheiten, die Sie tatsächlich erlernt haben müssen, die Sie aber nur in metaphorischer Übertragung gebrauchen. Hier wird es vor allen Dingen um Euphemismen gehen. Also das heißt, um die Frage, wie stellen Sie spezifische menschlichen Gemeinschaften tabuisierte Inhalte euphemistisch dar, damit sie nicht so hart klingen. Das nächste wird sein, wenn wir in die Konstruktionsmorphologie gehen, das sind dann zusammengesetzte Verben, sowas wie umschiffen. Ja, also das heißt, das wäre dann hier ein typisches Beispiel. Die letzte Sitzung ist eine Zusammenfassung und dann gibt es eine Klausur. Okay. Fragen dazu besprechen wir gleich, oder? Vielleicht zu den verwendeten Tools hier in der Vorlesung. Ich freue mich, wenn Sie in Präsenz da sind, da ich gerne in Präsenz lese. Wenn Sie das nicht schaffen sollten aus verschiedenen Gründen oder das Wetter mal so schlecht ist, dass Sie sagen, ach naja, so die Couch ist eigentlich auch ganz okay, dann biete ich die Vorlesung immer in einem Livestream an und die Aufzeichnung bleibt ebenfalls bei YouTube stehen, sodass Sie das immer nachvollziehen können. Die Audiospur geht nach Spotify, unter anderem Spotify, das ist so ein bisschen verkürzt dargestellt. Und Spotify hat außerdem seit, ich weiß nicht, ein paar Wochen die Option, dass man sekundär auch Videodaten mit einlädt. Das heißt, es ist eigentlich egal, wo Sie es anschauen, man wird es finden. Das nächste, dieser Audio-Input asynchron, das ist dann tatsächlich so gemeint, dass man diese Audiospuren als Podcast reserviert. Chat-Synchron, das ist wichtig, also die Matrix-Kommunikation über die Matrix ist essentiell. Und ich überlege noch, ob ich die Videokonferenz für die Diskussion dann öffne. Das hängt ein bisschen davon ab, wie sich das über das Semester entwickelt.
Da schaue ich aber erstmal nach und frage erstmal nach, unter anderem dann im YouTube-Chat. Okay. Vielleicht ganz kurz, das sind, wie Sie leicht feststellen werden, alles kommerzielle Dienste, bis auf Element Matrix. Ich benutze die, weil sie funktional sind, weil sie für mich gut brauchbar funktionieren und entsprechend adäquat. Ich habe gestern gelernt, dass man auf dem Videocampus Sachsen nicht in zweifacher Geschwindigkeit abspielen kann. Und dass ein deutliches Manko sei, ja, wenn es um Vorlesungsaufzeichnungen und Mitschnitte geht. Das lasse ich mal unkommentiert, aber jedenfalls, das scheint wohl so zu sein, dass es in den Funktionalitäten tatsächlich große Unterschiede gibt. Aber das sind die Tools, mit denen ich im Wesentlichen hier arbeite. Sie sehen darunter vielleicht nicht Opal. Das hat den Grund, dass ich den Eintrag für diesen Kurs bei Opal vor allen Dingen dafür nutze, um statische Links zu hinterlegen. Das heißt, der Link, der dort zur Präsentation führt, führt immer auf dieselbe PDF, die ich Woche für Woche erneuere. Sehen Sie es mir bitte nach, dass ich dieses PDF nicht zerlege und in 10 Kurshappen präsentiere, sondern Sie bitten darf, sich den jeweils aktuellen Standard zu ziehen. Wenn Sie in den PDFs entsprechend kommentieren, zerlegen Sie sich diese einfach bitte selbst über einen Dienst wie PDF bearbeiten online. Ich glaube, der Schritt ist zumutbar. Das wollte ich aber nur angekündigt haben, dass das eine Serviceleistung ist, die ich ganz ungern umsetzen wollen würde. Wenn Sie an der PowerPoint zur Vorlesung interessiert sind, das heißt, wenn Sie die weiter nutzen wollen und weiter ausbauen wollen, geben Sie mir bitte ein Zeichen, dann kriegen Sie auch eine offene PowerPoint. Die Bilder darin sind alle unter CC0-Lizenz gestellt, das heißt, da laufen Sie auch nicht Gefahr, dass Sie hier eine Urheberrechtsverletzung hineinlaufen. Okay, das spare ich mir jetzt. So, zu den Prüfungsleistungen. Das ist ja eigentlich auch immer eine interessante Frage, die sich stellt in so einer Vorlesung. Ich bin ja der Auffassung, dass Sie in einer Vorlesung sitzen sollten, weil Sie die Vorlesung gern hören. So habe ich das zumindest in meinem Studium sehr zu schätzen gewusst, dass man eben nichts tun muss, sondern einfach nur mal da sitzt und zuhört. Das Ganze ist nach Bologna nicht mehr ganz so einfach möglich, denn wir brauchen für alles eine rechtlich verbindliche Prüfungsleistung, die irgendwie zum Modul gehört. So, deswegen kann ich heute nur einen Teil öffentlich kommunizieren, aber den sehr, sehr gern. Also zunächst erstmal, grundsätzlich gibt es ja immer so eine Corona um das wissenschaftliche Arbeiten herum, nämlich die Hinweise zum wissenschaftlichen Arbeiten, Einverständniserklärung und so weiter und so fort. Und weiterführende Prüfungsformate, darüber spreche ich jetzt heute mal nicht. Sondern ich würde sehr gerne darüber reden, dass wir, welche Prüfungsformate wir haben, und zwar üblicherweise Klausur, lektürebezogene Aufgabe, unbewertetes Thesen, Papier und Kurzüberprüfung. Ist irgendeine Prüfungsleistung nicht dabei, die Sie erbringen wollen? Okay, das ist fürs nächste Mal, mache ich das in Sitzscheine gerne auf Anfrage. Sage ich gleich was dazu. Okay, also vielleicht noch was anderes? Ach so, auch ein Sitzschein, okay. Eine kombinierte, da müssten wir nochmal schwätzen nachher. Ja? Okay, also wir haben eine Klausur, lektürebezogene Aufgabe, Universität, Kurzüberprüfung. Und Sie sehen schon, dass ich das sehr, sehr gern umsetzen wollen würde in relativ kompakten Formaten. Was ich darunter verstehe, zeige ich Ihnen gleich. Nämlich, dass Sie an der Klausur teilnehmen und aber eine Rezension verfassen. Was verstehe ich darunter? Kommen wir erstmal zur Klausur, Klammer auf, Open Book Exam. Was ist ein Open Book Exam? Ein Open Book Exam ist eine Klausur, in der Sie alle Hilfsmittel benutzen dürfen, die Sie wollen. Und die Ihnen zur Verfügung stehen. Einschließlich der Vorlesungsskripte, einschließlich der Einführung von Elisabeth Zimmer. Es gibt einen Aspekt, der mir dabei besonders wichtig ist. Sie müssen die Quellen nachweisen. Ja, Sie müssen sagen, also das heißt, Sie müssen den Regeln guten wissenschaftlichen Arbeitens genügen. Sie haben eine Bearbeitungszeit von 90 Minuten. Ich gebe die Klausur als Office-Dokument, und zwar als
Word-Dokument und auch als Open-Office-Dokument in den Opal-Ordner und teile sie auch in der Matrix. Sie können eigentlich nicht vorbeilaufen. Sie bearbeiten die Klausur bitte digital, Sie drucken die nicht aus, beschreiben sie mit Hand und scannen das und schicken es mir zurück, sondern Sie arbeiten bitte in dem Office-Dokument und schicken es mir dann via PDF zurück. Das ist der Deal. Auf dem Blog unserer Professur habe ich eine Prüfung inklusive der Lösung, also die eingereicht worden ist, für Sie verlinkt aus dem Wintersemester 2020. Wenn diese Prüfungsleistung für Sie in Frage kommt, schauen Sie sich das gerne in Ruhe an. Die Links hier auf dieser Präsentation sind sprechend, also das heißt, das können Sie einfach anklicken und dann sich genauer ansehen. Ich bin der Auffassung, dass die Klausur für Sie eine Gelegenheit sein sollte, bieten sollte, noch einmal über das nachzudenken an einem bestimmten Gegenstand, was Sie im Verlauf des Semesters gehört haben. Mehr dazu sage ich dann gleich in der Diskussion. Zu den anderen Formen, Kurzüberprüfung, Lektüre, bezogene Aufgabe. Ich bin dieses Jahr, betrifft nicht die Hausarbeiten, gibt es zwei Möglichkeiten. Die Kurzüberprüfung wird eine Besprechung eines wissenschaftlichen Aufsatzes im Umfang von 7000 Zeichen. Sollten Sie damit nicht vertraut sein, was der Umfang von 7000 Zeichen ist, eine DIN A4-Seite, Times New Roman, 12 Punkt, anderthalb zeiliger Abstand, entspricht 3000 Zeichen inklusive Leerzeichen. Das heißt, da reden wir von 2,5 Seiten. Ob Sie das Ganze dann in Areal setzen mit 72 Punkt Schriftgröße, ist mir gleich. Es bleibt bei der Zeichenbegrenzung. Diese Seitenangaben, das ist irgendwie anachronistisch, funktioniert in den seltensten Fällen. Für die lektürebezogene Aufgabe sollen es 11.000 Zeichen sein und Sie besprechen dafür eine Monographie, also ein Buch oder einen Sammelband. Sowohl die Kurzüberprüfung als auch die lektürebezogene Aufgabe gilt Ihrer Wahl aus dem engeren Themenumkreis der Vorlesung. Das heißt, Sie müssen vorher noch ein bisschen recherchieren und wenn Sie Fragen haben, ob das geeignet sei, ein Beitrag ja oder nein, können Sie mich auch gerne fragen und dann gebe ich Ihnen darauf gerne Antwort. Sie können sich an den Standards der Zeitschrift für Rezensionen zur germanistischen Sprachwissenschaft orientieren. Wenn Sie noch nie eine Rezension geschrieben haben, auch hierfür, also bitte ich mal um eine kurze Rückmeldung. Und die Profis vom Schreibzentrum haben Ihnen ja schon gesagt, wo Sie fragen können, wenn Sie Fragen haben. Außer mir, die Abgabe wäre bis 15.09., also Mitte September. Und via PDF. Wichtig ist der Betreff, das sage ich aber auch noch zwei, drei Mal in der Vorlesung, denn die Eingänge werden dann automatisch gefiltert und in einen bestimmten Ordner gelegt. Also nicht der Papierkorb, aber so, dass ich dann alle Prüfungsleistungen in meinem Postfach zusammen habe. Sie können die Abgabe der Prüfungsleistung verlängern bis Ende Oktober und zwar bitte ohne Begründung. Ob Sie im Blockpraktikum sind oder ob Sie sich übernommen haben oder ob Sie einfach noch nicht so weit gekommen sind, die Monographie zu lesen, die Sie besprechen sollen, ist mir gleich. Aber Sie sollten die Verlängerung schriftlich mit Formular beantragen und diese Formulare liegen bei Ihrem Prüfungsamt. Und bitte bis Ende Oktober. Sollten Sie darüber hinaus noch eine Verlängerung benötigen, wird es kritisch und wir müssen immer ein bisschen schauen, dass es keine dass es Einzelfalllösungen bleiben, die dann aber begründet sein müssten. Okay. Publikation, da vielleicht nur so viel, weil es für die Vorlesungen nicht so wirklich in Frage kommt. Ich behalte mir vor, Sie zu fragen, wenn Sie eine blendende Klausur absolvieren. So etwas, wo man wirklich sagen kann, das könnte ein Musterbeispiel sein für andere Studierende. Dann würde ich mir vorhalten, die gern zu veröffentlichen. Ich frage sie aber vorher. Und das Ganze wird dann natürlich, also so wie das Beispiel, Klausurbeispiel, das Sie schon auf unserem Blog finden, das wäre so ein typischer Fall, wo man das Ganze veröffentlicht. Gleiches gilt für Rezension. Warum sollten Sie das produzieren, wenn es dann nur in der Schublade verschwindet? Es wäre doch viel angemessener, wenn Sie sich die Mühe machen und es eine tolle Besprechung wird, dass es auch andere lesen können. Und das ist die Idee dahinter. Ein Podcast wird hier in der Vorlesung nicht in Frage kommen. Das ist eher was für die Seminare. Okay, das war's mit der thematischen Einführung in die Vorlesung. Ich würde sehr gern noch
mal in den Chat fragen, ob wir eine Videokonferenz brauchen. Konferenz, ja, nein. Also das war der YouTube-Chat jetzt. Und wir schauen mal kurz nach Element Matrix noch. Ob wir da was brauchen. Sieht auch nicht so aus, ne? So, aber wie dem auch sei, würde ich jetzt erstmal die Übertragung beenden an der Stelle. Ich danke Ihnen, diejenigen, die sich von außen zugeschaltet haben, denen danke ich für die Aufmerksamkeit. Wir diskutieren noch ein bisschen weiter und sehen uns dann in der nächsten Woche zum Thema der Vorstellung von Metaphernmodellen im Kontext der Literatur- und Sprachwissenschaft. Also bis dahin und bis zum nächsten Mal. Ciao.